Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2, dem Director's Cut. Team Echo meldet sich aus der verstrahlten Wüste. Ja, unsere Begegnung mit dem... Was war das? Vorratslager. Oh, okay. Ja, Team Echo meldet sich aus der verstrahlten Wüste. Wir haben ein Vorratslager entdeckt, wie schön für uns. Die Begegnung mit dem Händler letztes Mal war ja sehr, ich sag mal, interessant. Holzstab. Holzstab kann keiner von uns wirklich benutzen. Aber ihn hier liegen lassen ist auch gut. Scrap nehmen wir sowieso immer mit. Energiezellen sind für dich. Kleiner Verbandskasten. Das ist was für dich. Sombrero und noch ein Sombrero. Zwei Sombreros. Warum gerade zwei? Hatte ich einfach Glück jetzt? So, Doc, setz mal ein Sombrero. Tatsache. Der Doc hat ein Sombrero. Okay. Hier, Drakon hat auch noch nichts auf. Cool. Oh, der gefällt mir. So, zack. Und... Zack. Yeah. Los Amigos. So, okay, das war ja ein schönes, lustiges Vorratslager. Erkunden wir mal die Gegend weiter. Was sagt eigentlich unser Wasser? Noch reichlich da? Ah, ein Schrein. Und da waren wir noch nicht. Wie äußerst praktisch 442. Ja. Nee. Sonderbare Geräusche. Wird mich das jetzt da erwarten? Ich gehe mal kurz rein. Bestätigen. Schreien, ne? He who knows does not speak. He who speaks does not know. Lao Tzu. Also der spricht, weiß es nicht oder weiß nichts. Der nichts weiß, der spricht. Das hört sich fast wie Politiker an, ne? Und ihre Pressesprecher. Der Pressesprecher weiß nichts. Oh. Was entdeckt? Tatsache. Eine Kiste. Vielleicht sind Schätze drin. Schau mal nach, Pipette. Karabiner. Hm. Kein schlechtes Gewehr, dieser Karabiner. Nur brauche ich ihn nicht. Ausdruckslose Voodoo-Puppe. Plus zwei kritische Wahrscheinlichkeit. Ja, okay. Bisschen Munition. Warum nicht? Gegengift. Ja, Puppe. Die mal mit. Und... Karabiner ist für dich zum Auseinandermachen. Das ist ja nett, dass ich hier noch was gefunden habe. Dann gucken wir mal nochmal... Bisschen genauer nach der Gegend. Ah, ich vermute, das war's auch schon. Das mit dem Händler letzte Folge, das war echt, also... sehr überraschend, muss ich sagen. Also ich fand es schon ganz lustig, dass die halt so einen arroganten Händler reingebracht haben. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es zum Kampf kommt. Und ja, das zeigt, nicht jeder Händler ist einem gut gesinnt, ne? Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen realistisch. So, untersuchen wir mal hier diesen Monolithen. Die Worte, er, der weiß, spricht nicht. Er, der spricht, weiß nicht. Sind in den Stein eingraviert.
Ich habe Erfahrung bekommen. Habe ich genügend Erfahrung bekommen? Nein. Aber ich brauche nur so etwas mehr als 400. Dann kann ich wieder aufsteigen mit den ganzen Leuten. Und langsam werde ich doch wieder voll vom Inventar her. Also vielleicht würde ein kleiner Abstecher zur Zitadelle doch ganz gut sein, bevor ich mit den richtigen Missionen weitermache. Denn so viel Sprengstoff, wie ich gerade dabei habe, brauche ich wahrscheinlich erstmal nicht. Außer ich möchte das Gefängnis überrennen. Aber auch da wird es mir wahrscheinlich nicht viel bringen, denn ich brauche auch die Zeit, um diesen ganzen Sprengstoff einzusetzen. Und die Autokanonen dort werden mir diese Zeit wahrscheinlich nicht geben. So, du gehst voran. So, verlassene Bahnstrecke. Das Gefängnis. Das ist wahrscheinlich wieder so eine kleine Gegend, ne? Da will ich eigentlich dann auch hin, aber ich weiß ja nicht, wie groß die sein wird, deshalb ich werde es im Moment lassen und dahin zurückkommen, ja, vielleicht nächste Folge. Also, wenn wir quasi alles einmal ausgekundschaftet haben und in der Zitadelle unseren ganzen Plunder liegen gelassen haben. So will ich das machen. Also, das muss ich mir merken, da will ich dann gleich hin. Vielleicht sogar nächste Folge. Was haben wir hier? Noch ein Vorratslager. Yay. Ja, auskundschaften bringt was. Eine Sabotrakete. Er ist allerdings schon überlastet. Dann nimmt sie halt. Scrap nimmt sie auch. Und Stahlplattenrüstung. Nimm mit. Gibt ein bisschen Geld. Ich will nicht zu schnell voranlaufen, weil ich ja nicht weiß, ob es nicht noch Strahlung gibt, die noch fieser ist als das, was ich jetzt hier habe. Aber im Moment ist 4 wirklich das höchste der Gefühle. Ich müsste einmal kurz schnell. Ich möchte einmal schnell in die Oase. So, wenn das Wasser bei der Hälfte ankommt, ist glaube ich immer ganz gut, wenn man dann einen kleinen Zwischenstopp um einen Plünderer. Nein. Einlegt. Ah, wobei Plünderer geben ja auch immer Erfahrung, ne? Aber im Moment noch nicht. Erfolglos. Ah, mach dich zum Kampf bereit. Na toll. Ach ja. Da hat uns die Walscha nicht gut genug geführt. So, wen haben wir denn da? Red Scorpions. Red Scorpions. Okay, bringen wir die Scharfschützen in Position. Schwer zu sehen hier gerade alles. Vielleicht hier? Würde gehen. Und du vielleicht hier? Oder da? So, der Chef geht mal hier hin. Sie geht. Ah, ich muss das lieber so machen. Der Doktor soll sich erstmal im Hintergrund halten.
Meine Leute sind ja auch ein bisschen angeschlagen. Darf man nicht vergessen. Du gehst hierhin erstmal. Oder wohin gehst du? Du gehst mal dahin. Ah, nein, nicht der. Nicht du. Du. Kara. So ein Tucker, den muss ich ja irgendwie. Der braucht irgendwie Deckung. Ich weiß aber noch nicht wo. Ich tue ihn erstmal hier hin und dann schauen wir mal, wo der dann hinläuft. So, Vulture, wenn du schon mal hier stehst, dann hock dich mal hin. Angel vielleicht auch. Dann können wir loslegen, ne? Ödländerin, also die ist ganz normal. Schwer bewaffneter Schütze, Ödländerin, Schläger. So, getroffen, würde ich mal sagen. So, Chef, was machst du? Jo. Einer weniger, würde ich sagen. Und den Rest mache ich mal mit Hinterhalt, damit sie noch ein bisschen näher rankommen. So. 95. Oh, sogar 100. Aber, ja, das... gefährlich. Ich möchte nicht das Risiko eingehen, hier diese Ödländerin wieder zu ballern. Lieber den Schützen. Das ist sowieso ein Schläger, ne? So, Herr Schütze. Oh. Das war wohl der Arm. Du drückst keinen Knopf mehr. Hier ist noch irgendjemand versteckt. Sie könnte jetzt ranlaufen. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist, wenn sie jetzt läuft. Also hier scheint niemand mehr zu sein, deshalb lauf mal hier hin. Dann hoffen wir mal auf die nächste Runde. So, der Doktor. Taka. Noch ein Schläger. Ach, das trifft sich ja wunderbar mit diesen Schlägern. Na, wollen wir uns das angucken? Aus der Nähe. Ah, okay, er ist nicht zum Boden gegangen. Aber wir haben ja noch einen Schuss. So, 155 Erfahrung. Wir sind dem Stufenaufstieg ein Stück näher gekommen und wir haben möglicherweise wieder ein paar Waffen gesammelt. Na, einmal alle durchladen. So. Na, habt ihr was zu sagen? Was? Genau. Sowas habe ich schon erwartet. So, einmal ein Haustier in der Flasche und Scrap und ein M4-Karabiner. Das ist nett. Und eine Bran.
Ja, schwere Waffen. Ich konnte mich ja nicht durchringen, jemanden mit schweren Waffen irgendwie mitzunehmen. Und mittlerweile, glaube ich, ist es auch zu spät. Aber ich habe, ehrlich gesagt, bisher auch nur diese Brand gesehen als schwere Waffe. Und ich glaube, noch eine andere. Also nichts wirklich Überzeugendes. Vor allem, das Ding wiegt 17 Pfund, ne? Und frisst wahrscheinlich Munition ohne Ende. So. Wegen Überlastung einmal bitte in Einzelteile zerlegen. So, zerlegen, nicht zerlegen, später zerlegen, zerlegen. Und hier den Karabiner. Visier, okay. Ah, schaut mal, wie überlastet wir wieder sind. Natürlich nicht so schön, ne? Na, bald ist es soweit. So, aber erstmal müssen wir hier wieder gehen. Wir gehen. Wo gehen wir? Da gehen wir. Wir waren auf dem Weg, um uns Wasser zu holen, richtig? So. Ah, wie erfrischend. Sehr schön. Highpool. Ob es in Highpool noch irgendwas zu tun gibt für uns? Frage ich mich gerade so. Ich glaube nicht. So, denn hier war noch irgendwas zum Erkunden, ne? Da. Ich glaube, irgendwo. Funkturm ist auch noch irgendwas. Da irgendwo, ne? Das machen wir auch. Aber nicht mehr in dieser Folge. Die Oase ist natürlich die perfekte Gelegenheit, um ein kleines Päuschen zu machen und sich auszuruhen. Das machen wir deshalb jetzt auch. Ich werde abspeichern. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis bald.